Hallöle Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Dragon Quest 9. Wir sind in der letzten Folge in Bühltower angekommen, nachdem wir dem schwarzen Ritter einen aufs Fressbrett gegeben haben. Und wir sollen jetzt herausfinden, wo denn Schloss Schicksal liegt. Da gibt's keine interessanten Bücher. Und hier soll eine Zofe von Prinzessin Simona leben. Ihr sucht nach der Dame, die sich um Prinzessin Simona gekümmert hat, als sie noch klein war? Das ist meine Mutter. Alana heißt sie. Ihr kennt sie jeder. Sie, seit sie bei der Königsfamilie gearbeitet hat, ist sie berühmt. Ich glaube, sie ist ihrer Freundin Petra besuchen gegangen. Wenn ihr dort nachschaut, werdet ihr sie schon finden. Okay, dann gucken wir mal bei Petra nach. Genau die Dame suchen wir, um Infos zu kriegen. Was tut ein helles Kerlchen wie ihr in so einem Provinzcafé? Ihr wollt euch wohl unser kleines Volkslied anhören, was? Dann solltet ihr besser mal Alana fragen. Sie ist weit und breit die beste Sängerin hier in Bühltau. Was mit euch beiden, Miezekatz? Wartet! Seid ihr von der Burg gekommen? Meine Oma hat früher auf der Burg gearbeitet. Sie hat sich um die Prinzessin gekümmert. Und sie sagt, ich bin genau wie eine Prinzessin. Und die Katze? Ist... Nicht, dass die gleich noch explodiert, das arme Tier. So, wer bist du denn? Hallo und willkommen im Dorfladen. Was hättest du denn gern? Haben wir denn hier irgendwas Interessantes? Eine Mondrautenknolle. Guck mal, die kaufe ich mir einfach mal. Heilt vor Lähmungseffekten. Aber die brauchen wir ja für die eine Quest. Und hier kriegen wir noch ein Bronzeschild, falls wir darauf Bock haben. Und wie ihr hier sehen könnt, ist das das erste Schild, was uns eine Blockchance gibt. Holzhelm, nur ein Punkt, finde ich jetzt nicht so sonderlich geil. Mehr Leinenhandschuhe wäre auch nicht schlecht. Blaues Höschen, klar, natürlich, trage ich auf jeden Fall sehr gerne. Lederrock, Lederstiefel, Klocks. Also Abwehr 2, Ausweichchance. Und hier haben wir ein bisschen Geschwindigkeit, ist auch nicht unbedingt schlecht. Aber wie ihr seht, entweder ist unsere Geschwindigkeit schon relativ gut oder so unterirdisch, wie bei DK, dass es eigentlich keinen so wirklich großen Effekt hat. Ich nehme mir mal zwei Clocks mit. Ja, und ich hätte gern die Clocks für Lizzie und ich hätte gern die Clocks für Dance. So, weil die beiden die wenigste Rüstung haben dürften. Dann nehme ich mir noch ein Dance braucht den Lederrock nicht. Komm, dann nehme ich mir noch einen Lederrock für mich. Und noch ein Bronzeschild. Yes. Für DK. Wunderbar, ich glaube DK hatte bisher noch gar kein Schild, ne? So, jetzt sind wir erstmal so ein bisschen ausgerüstet wenigstens. Das ist doch schon mal gut. Hier haben wir die Kirche. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Ein einfaches Gewand. Hooray. Ein einfaches Nichts. Doppel-Hooray. Lederschuhe. Nix. Bilderbücher für kleine Engel. Der Zauberbaum von Bühltau. Einst wütete ein furchtbarer Sturm, und der Regen war so stark, dass unser Dorf von dem vielen Wasser überflutet wurde. Aber dann geschah ein Wunder, der Baum in der Dorfmitte breitete seine Äste aus, um die Dörfler vor dem Regen zu schützen. Seither verehren die Einwohner von Bühltau den Baum als heilig. Sie pflegen und preisen ihn bis heute mit äußerster Hingabe. Schick, schick! Wer bist du? Bühltau hat eine sehr lange Geschichte, wisst ihr? Wir haben hier so viele Jahrhunderte lang überleben können, dank unserem heiligen Baum in der Mitte des Dorfes. Davon habe ich irgendwann schon mal gelesen. So, wir werden jetzt einmal ganz kurz zwischenspeichern. Ja, selbstverständlich möchte ich das. Für den Fall, dass wir doch mal besiegt werden sollten. Ihr wisst Bescheid. So, ja, wir setzen unser Abenteuer fort. Okay. Wo wohnt denn wohl Petra? Die Traumchen im Bühltau kriegen wir nie auf Besuch. Vergesst nicht, unserem heiligen Baum euren Respekt zu erweisen. Der Baum hütet jetzt schon so seit sehr vielen Jahrhunderten unser Dorf. Ganz schön beeindruckend, was? Ja, tierisch beeindruckend. Das sag ich euch. Zu Hause ist gerade einiges los, weil Alana zu Besuch da ist. Aber ich bin nicht etwa hier draußen, weil man mich drin nicht haben wollte. Ganz und gar nicht. Nein, 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 nein. Warum auch? So, das Hundchen lasse ich mal in Ruhe.
Hier unten hat es einen kleinen Erdrutsch gegeben im Keller, würde ich mal sagen. Tachchen. Oh je, Alana, wieder diese alten Geschichten. Damals war ich schon ein bisschen neidisch auf dich, Petra. Was? Oh, wir haben Besuch. Wir haben Besuch. Willkommen, willkommen. Die Dame, die früher in der Burg gearbeitet hat. Ihr meint Alana, das ist sie, die hier mir gegenüber sitzt, ja. Bitte macht nicht meine Dinger kaputt. Das ist jetzt doof gelaufen. Den Schimmelflügel nehmen wir auch mit. Ein Monatsmagazin mit dem Titel Steinfreunde. Die 29. Ausgabe ist ein steinharter Klassiker. Wir besuchen die Steinbrüche der Welt und präsentieren die 100 besten Felsen, mit denen Gegner geplättet werden können. Praktisch. Ah ja, das stimmt. Ich habe mich früher um Prinzessin Simona gekümmert. Warum fragt ihr? Ihr wollt das Kinderlied hören, das ich ihr mal vorgesungen habe, als sie noch klein war. Na, dann kann ich wohl kaum Nein sagen, nicht wahr? Du singst doch mit, oder, Petra? Das Lied vom rechtschaffenen Ritter, klar, das kenne ich aus in- und auswendig. Aufgezäumt und los, unser Held ist tadellos. Der tapfere Ritter verlässt das Schloss, ja hoch aus seinem treuen Ross. Gelingt es ihm, das Böse zu bezwingen, wird er auf hoher Hand und irgendwie und die ganze Stadt ist froh Gemut und lacht, gelandet werden angebracht. Doch weh, es drohen finstere Stunden, der Ritter ist verschwunden. Vogel fliegt nach Schloss Schicksal, Richtung Nord, sage hier, der Ritter ist fort. Vogel fliegt Richtung Schicksal, Richtung Nord, sage hier, der Ritter ist fort. Tja, so geht das Lied. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mir die Frage erlauben dürftet, wieso kommt ihr den ganzen Weg hierher, um euch ein altes Kinderlied anzuhören? Ihr sucht schon das Schicksal, ja? Dann solltet ihr der Strophe Beachtung schenken, in der von einem Vogel die Rede ist, der nordwärts fliegt. Wieso brecht ihr nicht auch nach Norden auf und seht dort nach dem Rechten? Ja, dann machen wir das doch mal. Wisst ihr, anstatt dass wir einfach weiter nach Norden gehen können, weil wir genau gesehen haben, im Norden geht's irgendwie weiter. Nein, müssen wir uns dieses Gegagse von den alten Frauen hier anhören? Zu Hilfe! Hilfe! Wir sind verloren! Hilfe, Hilfe! Warum lauft ihr fort? Ich möchte doch nur mit euch reden, ich tue euch nichts. Ich glaube euch kein Wort. Ich bin noch im Wald dieser Hexe begegnet, die nach euch gesucht hat. Die war voll irre, mit feurig roten Augen und so. Fragt mich, ob ich ihren Sklaven, den Schwarzen Ritter, gesehen hätte. Und das seid doch bestimmt ihr. Ihr seid die Sklave, oder nicht? Sehe ich so aus wie der Sklave einer Hexe? So etwas Lächerliches habe ich ja noch nie gehört. Ihr seid doch Olli, nicht? Was tut ihr hier? Ihr habt versucht, etwas über Schloss Schicksal herauszufinden. Macht euch doch wegen mir nicht so viele Umstände. Dennoch, habt ihr was rausgefunden? Der rechtschaffende Ritter. Ja, so haben die mich auf Schloss Schicksal genannt. Woher wisst ihr das? Das kann nicht sein. Ein Lied über mich? Wirklich sehr seltsam, aber ich bin doch nicht einfach nur die Erfindung eines Geschichtenerzählers. Vogel fliegt nach Schloss Schicksal Richtung Nord. Mehr Hinweise hat das Lied nicht enthalten. Dann bleibt mir nur dem Beispiel des Vogels zu folgen. Auf nach Norden. Gut, dann ist der Ritter wenigstens schon mal in der richtigen Richtung. Wie sehen wir? Ja, noch relativ gut, würde ich sagen. Das ist doch noch sehr in Ordnung. Die ganzen Hämmerlinge, Miaugia, Disco-Dax, ja, von euch will ich alle nichts wissen. Ich habe kein Interesse an euch, ehrlich nicht. Oh, da ist im Gift was. Und nicht nur die Sensenscheu... Gegengiftkraut. Irgendwie hätte ich damit rechnen sollen, dass mitten im Gift, wo kein Gift ist, eine Insel voller Gegengiftkraut ist. War eigentlich irgendwie ein bisschen vorauszusehen. Ja, natürlich, du verdammter Miaugia. Na gut, einmal so und ihr beide auf den. Ach, guck mal, mit kritischem Treffer reicht sogar. Super entspannt. So, ja, das bringt zwar nicht so viel. Oh, er lebt noch? Ja, er lebt noch. Und jetzt nicht mehr. So. Und wir kriegen noch etwas, ein Eichenstab. Das ist, glaube ich, dasselbe, was wir gerade schon für Lizzie ausgerüstet haben, ne? Ich meine, ja, ich glaube, das nächstgrößere ist der Zauberstab. Ich gucke gar nicht erst nach. Ich bin eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass dem so ist. So, und nun sind wir in einem weiteren Map-Abschnitt und... Oh, ein Widderling.
Und wenn ihr schon mal oben auf die Map geschaut habt, der Widderling schlägt zu, ehe wir bereit sind. Ja gut, ich muss aber sagen, der hat mich so ein bisschen überrumpelt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der hier direkt um die Ecke kommt. Aber Dance und Olli machen dem Ganzen ein gutes Ende. Ja, wenn ihr hier schon mal auf die Map geguckt habt, könntet ihr eventuell sehen, dass da ein schwarzer Fleck auf der Map ist. Und den wollen wir uns natürlich auch angucken. Wer weiß, was sich dahinter verbirgt. Lizzie greift mal darauf mit an. Nee, Deka macht den und Dance macht den. Ah. Unterstützung. Der nächste Pfeilwicht. Na gut, ist gut für die Erfahrungspunkte. Kann man auch so sehen, ne? Also... Ah, lebt noch. Schade. Aber Deka macht die Sensenscheuche weg, ne? Auch nicht. Was ist denn hier los, meine Güte? Na gut, dann machst du mal... Die stehen einzeln. Was soll denn das führen? Na gut. Mach mal Heilung auf dich selber. Und du greifst den an. Ne, du greifst den an. Und du, ja, komm. Irgendwie machen wir das schon. Im besten Fall ist Olli jetzt nämlich erstmal dran. Und kann die wegmachen? Yes, supi. Dann hat das schon mal geklappt. Easy. Okay, na gut. Ich wollte gerade sagen, Lizzie kriegt gleich nochmal einen aufs Gesicht, bevor sie sich heilen kann. Aber leider waren es nur die die magischen Punkte. Aber funktioniert so auch irgendwie. Der Kampf ging ein wenig länger, als ich erwartet hätte. Muss ich ja gestehen. Und stellt euch jetzt mal vor, wir hätten so einen Kampf gehabt und ich wäre immer noch alleine gewesen. Das wäre sehr amüsant gewesen. So, wir holen jetzt erstmal 10 natürliche Flinkheit für Dance. Extra. Finde ich schon mal gut. Okay. Da haben wir noch eine Wolke. Ein Wolkenketzer ist das, glaube ich, ne? 2 Wolkenketzer sind das sogar. Und sie bemerken uns nicht. Spitze. Ja. Ja, die Frage ist, ob... Ja, es hätte aber... Aber so ist es auch in Ordnung. Ist ja dann egal, wer welchen Wolkenketzer fertig macht. Hauptsache im Endeffekt sind beide besiegt. So, und Deka kriegt auch Level 9. Das finde ich supi. Und dann geht's hier mit Mut weiter, aber leider noch keine weitere natürliche Stärke für ihn. Schade. Oh, Skelettsoldat. Aber ich glaube, du bist nur ein Skelett, ne? Ja, ein ganz normales Stinkeskelett. So, einmal. Oh, du bist sogar vor mir dran. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber das Gute ist, du bist trotzdem besiegt. Auch wenn Dance ein bisschen was auf die Nase gekriegt hat. Und wir kriegen ein paar Baumwollhandschuhe. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr, ne? Widderlinge. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon alle Gegner gesehen. Hier nehmen wir uns noch ein bisschen Schauderschlamm mit. Okay, das ist schauderhaft. Widerlich sowas. Ja, da haben wir... Ach, das ist der Hammer von einem Hammerkauz. Jetzt habe ich es erkannt. Gut, hier unten hat man noch ein Schild, was ich eigentlich noch durchlesen wollte. Überall die Widderlinge. Ja, du bewachst jetzt auch wieder das Schild, ne? Ja, ja, ich kenne euch doch. Achtung, das Betreten des Giftsumpfes kann sehr gesundheitsschädlich sein. Oh, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Gut, dass es mir das sagt. Und die Widderlinge haben zum Glück ein relativ entspanntes Verfolgungsmuster. Die rennen nämlich einfach nur einmal schnell in die Richtung, wo man steht und verfolgen einem nicht die ganze Zeit. Die kann man meistens relativ gut ausweichen, wenn man da keinen Bock hat, gegen die zu kämpfen. So, hier muss ich noch einmal rum. Dance tritt natürlich nochmal rein. Alle kriegen es irgendwie hin, außerhalb des Giftes sich zu bewegen. Und Dance muss das mitnehmen. So. Hier müssen wir oben nochmal in das Eckchen auf das kleine Plateau. Und das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir das Plateau besucht haben. Denn auf dem Plateau, wenn man eine gewisse Weile gespielt hat... Ach komm, eigentlich müsste ich ja... Ah, oder auch nicht. Gibt es eine Mini-Medaille. Und die respawnt immer mal wieder.
Guck mal, jetzt kämpfen wir ja doch gegen dich. Oder gegen euch vielmehr. Ihr macht das so, du machst das so. Und dann passt das schon. Ja, und Mini-Medaillen wird man später genug und satt brauchen können. Dementsprechend, da gibt es auch keine Obergrenze, was Mini-Medaillen angeht, wie viel man maximal haben kann. Man kann so viele haben, wie man möchte. Und dementsprechend hätte ich auch gerne so viele, wie es auch nur irgendwie möglich ist. So, hier geht es auch leider noch nicht mit der nächsten Fähigkeit weiter. Da fehlt auch noch ein Punkt. Sehr schade. So, hier einmal drumherum. Bom, 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 bom. Ja, passiert. Lizzie wird uns irgendwann wieder heilen und dann passt das schon alles. Sieht gut aus hier. Nein, das kann doch nicht Schloss Schicksal sein. Das verstehe ich nicht. Kann ich wirklich so lange fort gewesen sein, dass dieser Ort verfallen ist? Und wo ist meine geliebte Mona? Prinzessin Mona! Mona! Ich würde mal sagen, wir suchen mit, aber vorher müssen wir gegen diesen grimmigen Grinser. Nein, es sind keine grimmigen Grinser, es sind listige Lümmel. Damit hätte ich rechnen sollen. Und ich greife natürlich ausgerechnet den einen an, der abwehrt. Gut, es wären zwei ab, ich weiß, aber trotzdem. Na gut. Lizzie einmal. Na ja, gut. So hat er das gemacht. Okay, der ist hinfort. Dann würde ich mal. Nee. Du heilst bitte mal Dance. Und ausgerechnet. Ich rechne. Warum? Er hat doch schon geblockt. Ich habe gedacht, gut, der hat in der vorherigen Runde geblockt. Da ist die Chance gut, dass er diese Runde nicht blocken möchte. Aber ich lag wohl falsch. Ah ja, du machst wieder Blockenspiel. Natürlich. So, auf die Nase. Du heilst dich selber. Und jetzt blockt natürlich noch der Letzte. Dass ich den Kampf ja nicht schnell beenden kann. Das nächste Blockenspiel. Und das ist das Ende des listigen Lümmels. Tschüss. Supi. Wenigstens haben wir den Kampf überstanden. Was haben wir denn hier unten im Keller? Ein Gerippe? Hat der irgendwas? Keine Reaktion, das ist bloß ein Gerippe. Ich würde mal sagen, das heißt nö. Tür verschlossen. Nix weiter. Auch nix weiter. Oh, Stufe 2. Von denen. Ein Zwinkerer haben wir hier. Aber egal, ob du zwinkerst oder blinzelst, du bist besiegt. Und Lizzie kriegt noch ein paar MP zurück. Und Olli Level 13. Sehr schön. Auch wenn es keine Talentpunkte gibt. Bin ein bisschen traurig. Da kommen wir sicherlich auch nicht durch, ne? Nein, die Tür war fest verschlossen. Gut, gegen die anderen Viecher, die hier gerade waren, werden wir noch. Und wechsle ich denn? Ich habe doch gar keinen Kampf angefangen. Da werden wir noch unsere Chance kriegen. Schloss Schicksal ist nicht unbedingt klein. Ist auch nicht riesig. Muss ich ja auch zugeben. Aber richtig klein ist es auch nicht. Ein Kesses Kopftuch. Kann das wer von uns gebrauchen? Wahrscheinlich schon, ne? Magische Medizin? Ja, guck mal, dann kriegt das doch einfach Lizzie auf den Kopf gedrückt. Oh, da ist ein Doktorschleim. Die gibt es ja also auch schon. Oh, erstmal hier in die Ecke. Heilkraut und ein Grabstein. Ein wunderschönes, gut gepflegtes Grab. Olli liest die Inschrift. Hier liegt der große Alchemist Abraxas begraben. Okay, Abraxas liegt also hier. War das nicht irgendein Rabe? Ich meine gerade, da gab es da nicht irgend so ein Hörbuch? Mit Abraxas dem Raben? Kommt mir gerade irgendwie so vor, als würde da was klingeln bei mir. Ja, Dance kriegt erstmal. Aua. Aua.
Ja, du überlebst natürlich. Verdammt, ich hätte andersrum angreifen sollen. Ich sollte mich mal dran gewöhnen, dass Lizzie zusammen mit Deka angreift. Dass Lizzie zusammen mit Dance angreift. Oder mit Deka. Eigentlich ist es egal. Hauptsache, Lizzie greift nicht mit mir zusammen an. Was ein bisschen traurig ist, aber... Manchmal muss man eben auch Abstriche machen. Die Bücher befinden sich in einem derart lausigen Zustand, dass sie kaum lesbar sein dürften. Okay, ja gut, dann lassen wir es halt, dann probieren wir es gar nicht erst. Warum auch die Bücher aufschlagen, um zu gucken, ob das wirklich so richtig ist, dass man die Dinger nicht lesen kann, aber nein, warum? Ja. Du greifst den an, ich greife den an. Und dann kommt noch Deka und macht den hier weg. Kritischer Treffer. Natürlich der Angehittete kriegt einen kritischen Treffer. Ich hätte andersrum angreifen sollen, erst den Doktorschleim, weil der sich jetzt eventuell hätte heilen können, wenn er schneller gewesen wäre als ich. Aber das ist er nicht. Gut gelaufen. So. Da haben wir noch eine blaue Schatzkiste. Mit einem Heilkraut. Finde ich schon mal supi. Hier geht es seltsamerweise nicht nach oben. Wer hätte damit denn rechnen können? Gegengiftkraut. Die Tür von der anderen Seite verriegelt. Das ist ja unglaublich. Listiger Lümmel. Wolkenketzer. Euch brauche ich alle nicht. Ich will hier einmal außen rumlaufen. Chimärenflügel. Noch mehr Lümmel. Gucken wir mal nach hier. Oh, auch einfach nur noch eine blaue Kiste. 52 Gold. Naja, besser als nichts. Gold kann man immer gebrauchen. Wenn auch in größeren Mengen als 52, aber trotzdem, man kann es immer gebrauchen. Also ist nicht schlecht, wenn man das mal ein bisschen findet. Okay, hier gibt es noch dieses Ding. Eine Seidenrobe. Ja, brauchen wir nicht unbedingt. Haben wir, glaube ich, ja sogar noch eine irgendwo im Inventar rumfliegen. Da noch ein bisschen Wasser. Die Wand ziert das Relief eines Ritters in schwarzer Rüstung. Ich würde sagen, unser Rittersfreund kommt wirklich von hier. Nicht bloß Einbildung, das Ganze. Oh ja, wir haben schon so einen für dich besiegt, du Dracomagus. Du kannst es auch nicht mit uns aufnehmen. Okay. Ah, ich gehe erstmal außen rum. Laut Map scheint das hier die sinnvollere Route zu sein, weil wir da an eine Sackgasse kommen. Eine Mini-Medaille, sehr gut. Wie schon gesagt, kann man davon nie genug haben. Und ein weiteres Paar Clocks. Warum habe ich mir dann welche gekauft? Wahrscheinlich damit... Ich weiß jetzt gar nicht, wer hat denn hier gerade noch Clocks? Du hast Clocks und du hast Clocks. Und du hast sogar noch Sandalen. Ja gut, dann kriegst du jetzt die dritten Clocks. So. Guck mal, ich sag doch, die Viecher kommen nochmal. Hallo, wirre Wanze. Und seine Kollegen. Nein, es ist keine wirre Wanze, es ist eine zänkische Zecke. Wir machen den. Ja. Okay. Ja, passt. Ja, läuft schon. Zieht nicht so viel ab. Skeletor überlebt natürlich wieder. So, du, mein Freund, kommst weg. Skeletor wird von mir gemacht und die anderen kümmert euch um den listigen Lümmel. Sehr gut. Ach, guck mal. Wenn er nicht abwehrt, reicht das sogar mit Lizzie. Sehr schick. Juti. Switchen. Und ich glaube, das war's auch mit Gegnern aus diesem Bereich hier. Wenn mich nicht alles täuscht, zumindest. Kann natürlich jederzeit passieren, dass ich mich irre. Aber ich glaube, diesmal nicht. Starke Arznei finde ich auch gut. Dann gucken wir erstmal hier die Bücher an. Tagebuch. Heute traf ein Gesandter aus dem fernen Stinsbruck ein. Dies ist vermutlich nur der Beginn reger Beziehungen. Keine Bücher und ein Kampf.
Ja, hallo meine Freunde. Aber, ja gut, ihr habt mich beim Bücherlesen erwischt. Ich glaube, so würden sie Lizzie auch kriegen. Beim Bücherlesen erwischen, wenn sie mal überfallen wird. So und so und so und so. Das war der. Ganz entspannt. So. Treffen müsstet ihr auch mal, wenn ihr mich besiegen wollt, ne? Ist euch das bewusst? Okay, vielleicht ja, vielleicht nicht. Wir werden es nie erfahren. Und wir kriegen noch ein... Ah nein, ein Fledermausflügel. Diesmal schneiden wir wirklich die Fledermausflügel ab und nicht den Chimärenflügel. Zwischen zwei Büchern steckt ein Zettel. Es ist eine eher kryptische Botschaft. Hast du dich verlaufen? Schau dir einfach die Karte auf dem Topscreen an. Okay. Schicksaler Hochzeitsrituale. Der Höhepunkt einer Hochzeit im Schicksal ist der erste Tanz von Braut und Bräutigam. Dabei ist ein makelloser Auftritt Pflicht. Und nichts Interessantes mehr. Ach, ich wollte da gar nicht reinlaufen. No! Komm, wir beeilen uns mal ein bisschen hier. So, Attacke. Ihr seid dran. Ja, ja, ich weiß. Ins Gesicht. Und ins Gesicht. Und Dance kommt um die Ecke. Und hat gewonnen. Mann, Mann, Mann. Wenn man gar nicht kämpfen möchte und dann trotzdem zum Kämpfen gezwungen wird. Ein Hübschhut. Ich bin doch gar nicht so brutal, wie ich immer aussehe und so tue. Nichts? Der Schrank ist so präsent und da ist einfach nichts drin? Schade. Meine armen Erwartungen. So, normales Kopftuch brauchen wir nicht. Oh, yes. Das hat geklappt. Und hier noch nach oben. Supi. Dann schließen wir das hier auf. Haben wir sonst noch was? Nee, ne? Doch, gucke mal. Oder auch nicht. Dr. Schleim, ich gehe dir mal geflissentlich aus dem Weg. Und wir begeben uns weiter nach unten. Denn das sah doch sehr nach Thronsaal aus. Und wenn was nach Thronsaal aussieht, kann das schon mal nicht gut sein. Eine Goldarmschiene. Zwischen zwei Büchern ist ein Brief eingequetscht. Deine Zuneigung ist mir eine große Ehre, Prinzessin, aber ich muss meinen Eid erfüllen und diese elende Hexe auslöschen. Ich bitte dich, meiner zu harren, Liebste. Mein Herz wird stets bei dir sein. Dein dich liebender Ritter. Okay, unser Freund scheint gegen die Hexe gezogen zu sein und verloren zu haben. Persönliches Notizbuch. Mein geliebter rechtschaffender Ritter, ich werde zu dir kommen, in dieses weit entfernte Land. Ich habe dich nicht vergessen, mein Liebster. Solange die Blutlinie derer von Schicksal fortbesteht, werde ich dich suchen. Ich werde dich finden. Die Seiten sind beschädigt und die Schrift verblasst. Hier kann man nicht mehr weiterlesen. Und das ist ein Bild von einer Prinzessin mit elfenbeinfarbener Haut und einer wunderschönen Halskette. Ich gehe mal ganz stark davon aus, das ist Prinzessin Mona gewesen. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, kriegst dann 53, du hast 47. Ich bin dafür, Dance kriegt die Goldarmschiene. Ach ja, das sieht doch sehr nach Thronsaal aus. Mit anderen Worten, ein Raum, den ich noch nicht betreten möchte. Also, möchten schon, aber noch nicht werde, da die Folge schon so weit fortgeschritten ist. Deswegen gucke ich nur noch mal hier in die Ecke, werde maßlos enttäuscht und drehe wieder rum. Ist das nicht toll? So, Freunde, und damit recht herzliches Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann mal schauen, ob wir dem Schwarzen Ritter nicht irgendwie helfen können. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss!